Ich meine, das ist doch irgendwie krass. Mit 30 ist man noch jung und mit 40 auf einmal alt. Und dieser per ungeschriebenem Gesetz ausgeübte Druck, dass wir alles, was wir in unserem Leben auf die Kette kriegen müssen, in genau diesen 10 Jahren geregelt bekommen müssen. Haus, heiraten, Eigentumswohnung, Kinder bekommen, Karriere, Altersvorsorge, all das. Und wenn ich mal davon ausgehe, dass ich 100 werde, dann bin ich mit diesem Weltbild 30% meines Lebens jung und 70% meines Lebens alt. Vor einiger Zeit war ich auf einer Party und da habe ich mich mit einem Mädel unterhalten, die war so ungefähr Ende 20 und sie sagte so mit strahlenden Augen zu mir, ja, ich bin ja jetzt in dem Alter, in dem alle um mich herum heiraten und Kinder kriegen und sich setteln und ankommen und so. Und ich dachte, Und dann dachte ich so ganz still bei mir, ganz leise, krass, weil ich bin eigentlich nur 10 Jahre älter, ich werde dieses Jahr noch 40. Und ich bin in einem Alter, in dem alle um mich rum, einschließlich mir, alles, von dem sie glaubten, noch von vor 10 Jahren, dass das the real shit sei, komplett in Frage stellen und über den Haufen schmeißen und umbauen und einreißen. Und wenn sie sich das nicht trauen, eben dicke, fette Masken aufsetzen. Welcome to the real 10-Year Challenge. Die 10-Year Challenge, das war ja so Anfang des Jahres so ein Riesenhype auf Facebook und Instagram. Wir alle haben witzige Fotos von uns gepostet, auf denen wir, glaube ich, eigentlich nur zeigen wollten, wie young und fresh und knackig wir immer noch sind und wie wenig wir uns eigentlich verändert haben. Was natürlich im Zeitalter von Facetune und Photoshop, wo wir mit nur so ein paar kleinen Fingerwischern auf unserem Smartphone alle Falten und Makel wegmachen können, per se schon mal ein Witz ist. Denn es ist eigentlich ja alles nur Fassade. Und ist nicht eigentlich das Schlimmste, was wir uns antun können, uns nicht zu verändern? 10 Jahre, das ist ein Quantenpups im universellen Gesamtzusammenhang, aber in meinem kleinen Leben und in eurem kleinen Leben ist das eine ganze Ewigkeit, eine Fingerschnipp-Ewigkeit. Und wir alle haben in den letzten 10 Jahren jeder so seinen eigenen Rucksack tragen müssen mit seinen ganz eigenen Themen, mit Ups und Downs, mit Höhen und Tiefen, mit Glück und Trauer, mit Freude und Frust, zum Beispiel Tod. Auf einmal sterben liebe Menschen um dich rum und es sind eben nicht deine 90-jährigen Omis und Opis, die nach einem langen und pickepackevollen, prallenbunten Leben auch irgendwann einfach mal gehen dürfen. Nee, es sind Freunde von dir. Und Pi mal Daumen so deine Altersklasse und du fragst dich, what the fuck? Türen, die aufgehen, Türen, die sich schließen, die einen Menschen in dein Leben kommen und die anderen Menschen gehen lassen. Heiraten, Ehe, Trennung. Und auf einmal sitzt du da und googelst nach Scheidung. Und du kommst dir dabei so unglaublich komisch vor. Angst, Verzweiflung, Zerrissenheit, dieser ewige Kampf zwischen Kopf und Herz. Der Verstand, der dir sagt, hey, ist doch alles gut. Und das Herz, das sagt, n-n. Auf die Herzkarte setzen, in den dunklen Wald reingehen und das Haus, was du mit jemandem anderen aufgebaut hast, zum Einstürzen bringen. Tränen, Schmerzen, Verzweiflung, das irgendwie aushalten, das irgendwie hinkriegen, aber keine Ahnung haben, wie. Und sich dabei immer wieder fragen, warum eigentlich Lebenswege, die sich aus welchen Gründen auch immer irgendwann trennen, immer noch so ein Aufregerthema sind. Kann die versprochene Ewigkeit nicht vielleicht doch einen Anfang haben und ein Ende, ohne dass sie ihren Wert und ihre Bedeutung verliert? 'Cause if you like it, then you should put a ring on it. Das hat Beyoncé mal gesungen. Zerr Beyoncé, den Ring wieder ablegen.
Diese Riesenangst davor, deinem Kind zu sagen, dass sich seine Welt verändern wird. Aber was willst du denn deinem Kind vorleben? So tun, als ob, und ja, Masken aufsetzen, und früher oder später fällt es dir eh irgendwann auf die Füße? Oder zeigst du deinem Kind, dass sich Dinge verändern und dass sich Dinge auch verändern dürfen und dass es einzig und allein darum geht, wie wir damit umgehen? Und genau das ist Persönlichkeitsentwicklung. Dich dabei erwischen, wie du, wenn du Freunde siehst, denkst, boah, bist du alt geworden. Sich fragen, sehe ich eigentlich auch schon so alt aus? Dieser gnadenlos gierig hungrige Zahn der Zeit, der an uns allen knabbert. An der Uni vorbeijoggen und die ganzen Studentenscharen sehen und sich irgendwie immer noch wie eine von ihnen fühlen. Dabei ist das Studium schon 20 Jahre her. Masken tragen viel zu lange, sich verstecken, so tun als ob, und dann irgendwann den Mut haben, seine Maske einfach mal abzusetzen, sich zeigen, all in. Hey Welt, ich glaube, so bin ich vielleicht. Und dabei erstaunt und überrascht feststellen, wenn du das tust, tun das die anderen Menschen auf einmal um dich herum auch. Wenn du dich zeigst, wie du bist, legen die anderen auch ihre Masken ab und ihre Rüstung. Und egal, welche Show wir hier alle abziehen, am Ende des Tages wollen wir alle eigentlich nur das Gleiche, uns miteinander verbunden fühlen. Und das geht nur ohne Rüstung und ohne Masken, wenn wir uns zeigen in unserer Verletzlichkeit. Schwanger sein, dein Körper, der die krasseste Veränderung seines Lebens durchmacht, verfluchen, bestaunen, bewundern und das irgendwie nie so ganz begreifen können. Ey, ich meine, da wächst ein Mensch in mir, voll alienmäßig. Und das ist mein kleiner Mensch, der aussieht wie ich. Ey, ich habe ein Kind gekriegt. Ich meine, das ist ein Kind kriegen, das ist so normal und gleichzeitig so krass. Ich habe ein Kind gekriegt, ich bin Superwoman, mir kann keiner was. Mama sein und damit irgendwie immer noch hadern. Für einen kleinen Jungen, der Fixstern seines Lebens sein, ihn sagen hören, Mami, wenn du stirbst, sterbe ich auch. Für jemanden alles zu sein, ist unbeschreiblich schön und gleichzeitig total erdrückend und total beängstigend. Die Ärztin, die dir irgendwas sagt von Hormonumstellung, dieses schreckliche Wort, was wir nicht hören wollen, und die damit das Unaussprechliche nicht ausspricht. Schätzelein, willkommen im Club der Frauen, die Brigitte Woman lesen. Brigitte Woman für die Frau ab 40. Mit so Titelthemen wie, wenn der Partner Rentner wird, schwere Beine, so werden die Gefäße wieder fit. Oder Lust und Sex im Alter. Yeah. That's so me. Ich meine, das ist doch irgendwie krass. Mit 30 ist man noch jung und mit 40 auf einmal alt. Und dieser per ungeschriebenem Gesetz ausgeübte Druck, dass wir alles, was wir in unserem Leben auf die Kette kriegen müssen, in genau diesen 10 Jahren geregelt bekommen müssen. Haus, heiraten, Eigentumswohnung, Kinder bekommen, Karriere, Altersvorsorge, all das. Und wenn ich mal davon ausgehe, dass ich 100 werde, dann bin ich mit diesem Weltbild 30% meines Lebens jung und 70% meines Lebens alt. Und das Weltbild geht noch weiter, denn wenn ich diesem Weltbild Glauben schenken möchte, dann möchte mich dieses Weltbild in nur 10 Jahren in folgende Schublade packen. Ungelogen, ich habe das recherchiert, es gibt diese Seiten wirklich. www.forumfuerseniorende. Hier trifft sich die Altersgruppe 50+. Und noch viel besser, weil in seinem Wortwitz kaum an Charme zu übertreffen, www.feierabend.de. Hier chattet die Altersgruppe 50+ und diskutiert über das Leben im Alter. In 10 Jahren bin ich eine Seniorin? Ja, Feierabend, Schicht im Schacht oder was? Alternde Eltern
und deren Sorgen, Ängste und Nöte. Das nicht mehr verdrängen, sondern auch da hinschauen, auch wenn es unglaublich weh tut, weil es ist dein Fels in der Brandung, der da bröckelt. Und auf einmal feststellen, vielleicht bin ich ja jetzt der Fels in der Brandung für mich und für andere. Ein Körper, der sich verändert, ein Gesicht, das sich verändert, damit hadern, ey, hört mir doch auf mit Body Positivity und in Würde altern, ganz ehrlich, ist doch scheiße. Ja, ich meine, kein Mensch braucht Falten und ein schwabbeliges Bindegewebe. Was ein Scheiß. Ein Herz, das auf einmal andere Dinge will oder vielleicht endlich die richtigen aufmachen statt dicht machen. Sein Herz neu verschenken, ein altes Haus abbauen, neues Haus bauen, die eine Welt verlassen, die neue Welt, eine neue Welt aufbauen, das eine Buch schließen, ein neues Buch anfangen, ein neues Haus bauen, ohne Bauplan und mit nicht verhandelbarem Inventar und mit gebrauchten Teilen. Nichts mehr müssen, aber so vieles wollen. Hildegard Knef, die singt für mich. Soll's rote Rosen regnen, mir sollten sämtliche Wunder begegnen. Grenzen überschreiten, neue Grenzen setzen, Tabus brechen, Weltbilder verschieben, sich ausprobieren, experimentieren, mutig sein, ein Risiko eingehen, immer wieder, ey, wenn ich jetzt, wann dann? Harald Juntke, der alte Haudegen, hat mal gesungen, barfuß oder Lackschuh, alles oder nichts, leg ich mir einen Frack zu oder komm ich vors Gericht. Barfuß oder Lackschuh, ja, so geht es bei mir zu. Nie die goldene Mitte, immer volles Risiko. Ey, nicht singen können, es aber trotzdem tun. Schiefe, danke, ihr seid total nett. Schiefe Töne sich zum Brot machen, peinlich sein, ey, scheißegal. Immer lieber einmal mehr ein Risiko eingehen, als einmal zu wenig. Social Media, Facebook, Instagram, Lärm, Krach, Fake News, Algorithmen, Manipulation. Let's get digital. Sei die beste Version deiner selbst und leb dein Potenzial. Echt jetzt? Muss denn wirklich alles, was kann? Die Chance, dass wir geboren werden, liegt bei 1 zu 400 Billiarden. Wir sind alle ein verdammtes Wunder und wir sollten verdammt nochmal dankbar sein. Und dennoch, weltmüde. An genau dieser Welt regelmäßig verzweifeln, nicht wissen, wo oben und unten ist. Warum, wieso, weshalb, warum bin ich hier, was mache ich für einen Unterschied, ist das nicht eigentlich alles total egal, egal, egal? Und hätte nicht einfach ein anderes Spermium dieses blöde Rennen gewinnen und diesen fragwürdigen Job hier erledigen können? Und dann doch innehalten, stehen bleiben, staunen, bewundern. Und eigentlich gar keine Antworten und Gründe und keinen Sinn brauchen. Einfach da sein und einfach mal zum Beispiel den schönsten Sommer seines Lebens haben. Sterne gucken, Händchen halten, Zikaden lauschen, Croissants essen, Rosé trinken, schwimmen, küssen, lieben, glücklich sein und unendlich dankbar. Ich habe zum Beispiel auch eine Firma gegründet. Ich habe eine Firma aufgebaut und ich habe auch eine Firma begraben. Und da machst du alle Phasen durch. Von Euphorie, Begeisterung, alles reinstecken, Glaube, Mut, Hoffnung, was reißen wollen. Und wenn es dann nicht so läuft, Frust, Enttäuschung, Wut, Ärger, irgendwie weitermachen. Und dann irgendwann auch das akzeptieren und loslassen. Alles geben, aber vielleicht doch nicht alles gegeben haben. Und eben auch mal auf die falschen Pferde setzen und die richtigen Pferde irgendwann antanzen lassen.
auch mal rumeiern, nicht immer wissen, wo es lang geht. Wir dürfen auch mal rumeiern. Ich habe auch jahrelang rumgeeiert, nach außen natürlich aussehen lassen, als wäre alles voll super. Aber innen Frust und Leere. Unbedingt erfolgreich sein müssen. Ich will auch Erfolg. Ich will. Aber was ist ein Erfolg? Dinge tun, ja, die andere tun, weil man denkt, es muss so Dinge tun, because of the money, but not for the heart. Sich abrackern für ein kleines bisschen Anerkennung, für ein kleines bisschen Geld, sich herzlos in irgendwelche Projekte stürzen und zerren und ziehen und wollen und versteinern und hart werden und irgendwie nichts bekommen. So lange, bis dir Seele und Herz irgendwann den Stinkefinger zeigen und sagen, echt jetzt? Und dann die Reißleine ziehen, alles abholzen, was nicht du bist, was nicht zu dir gehört. Freiheit, Wahrheit, alles umkrempeln. Und in dem Moment, in dem du loslässt und vertraust und schwimmst, fließen, wieder weich werden. Und auf einmal kommen sie, die guten Dinge, von ganz allein. Nein sagen, if it's not a hell yes, it's a no. Ja sagen, if it's a hell yes, it's a yes. So einfach ist das. Weniger haben, mehr sein. Weniger außen, mehr innen. Life is life, na na, na na na. Viele Shows durchschauen, aus vielen Shows aussteigen, durchbrechen, ausbrechen, viele Gesellschaftsspiele nicht mehr mitspielen. Ankommen müssen? Nö. Einfach unterwegs sein dürfen. Einfach unterwegs nach irgendwo nirgendwo. Die Fantastischen Vier im Ohr haben, die in ihrem Song Weitermachen singen, geh und folg deiner Sehnsucht, deine Seele ist deswegen hier. Und dann in 10 Jahren, 2029, mal schauen, wohin euch eure Sehnsucht geführt hat und ob ihr ihr wirklich gefolgt seid. Und genau das ist die echte 10-Year-Challenge. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Dankeschön. Henriette Friedrich!